Hallo meine Lieben. Heute mit gesamter Bande, zumindest ein Teil davon. Heute fahren wir da irgendwo hin? Nein. Machen wir einen Ausflug? Nein. Nein, wir sitzen jetzt im Auto im Kofferraum, weil wir machen das Auto ready für den Urlaub. Unser Auto schaut aus wie eine Müllhalde. Vor allem Lara, nein, vor allem Luisa und Philipp schmeißen vieles auf den Boden, einfach so random oder auch so. Wie heißen die? So Brösel, wenn die was snacken. Auf jeden Fall wird das Auto heute geputzt und urlaubsready gemacht. Und ja, wir haben uns schon vorbereitet, schon ein paar Sachen hergeholt. Aber zuerst ist mal Aufräumen angesagt. Und ja, let's go, oder? Das ist gleich Staubgewicht. Staubgewicht. Ich bin beim Putzen nicht dabei, ich war jetzt nur beim Intro dabei, weil ich jetzt arbeite. Ja, ich habe sowieso Hilfe geholt. Ich habe die Lara dabei, der Patrick ist auf alle Fälle auch dabei, die Luisa kommt auch noch nach. Und ja, leg mal los, Lara, oder? Yes. Ich bin schon aufgeregt. Wirklich? Nein, ich bin da, barfuß. Aber hier ist noch Müll. Ja, danke Luisa, du machst das sehr gut. Was macht die Lara? Staubsaugen. Ja. Sehr brav. Ja, so viel konnte ich jetzt auch nicht machen. Ja, ist egal, aber das ist ja genug. Ja, da kannst du das Auto die ganze Zeit am Rand. Genau. Ja. Das ist nicht einfach. Aber wie wäre es, wenn du aus dem Auto aussteigst? Wäre doch einfach, oder? Nein. Ich mag nicht von Ameisen gebissen werden. Okay, na, das sind keine Ameisen. Aber da ist aber viel noch Müll. Ja, es ist genug Müll da. Was machen wir mit diesen Büchern? Ich glaube, es behalten wir noch. Du kannst mein Stell mal alles da weil draußen, gell? Das ist Müll, Luisa, drin, oder? Okay. Dann du haltest den Sackerl und ich schmeiß alles rein, okay? Ja. Da ist noch. Wo? Hier. Na, das werde ich mit dem Staubsauger reinsaugen. Aber hier noch unten. Aber hier haben wir noch genug. Hm. Brauchst du diese Brille noch? Nein, du. Den da? Das war doch dir. Na. Das lässt du auch weg. Das magst du doch nicht mehr haben. Nicht, dass mit dir nicht schmeckt. Ich gebe alles da rein. Und dann schauen wir mal, was halt noch da gibt. Ja. Müll hier noch. Wo gibt es noch Müll? Hier. Papa, hier. So, das schmeißen wir auch weg. Papa, hier hinten. Hast du gewusst, dass hier hinten extrem viele Haare sind? Von ja. Den ganzen Doggies. Ich hab schon gewusst, ja. So, ich habe hier einen Ring. Wem gehört das? Das ist ein Ring mir. Das mag ich noch behalten. Hast du den Ring noch behalten? Ja. Also, wir nehmen mal die Teppiche raus und wir werden sie gleich waschen, okay? Hallo, das seid ihr ja. Wir fangen natürlich von hinten nach vorne, ne? Achtung! Das ist schon ausgetrocknet. Ja, kann wohl möglich sein. Jawohl. So, das erste Teil, saugen ist schon mal fertig. Wenn ich jetzt mal die Sitze hochklappe, dann kriegt sie einen Herzinfarkt. Also ich zeige euch, was alles unter dem Sitz ist. Also, halt euch fest. Das sind Spuren von McDonald's. Hm? Warst du auch im Kino? Das ist ja Chips, Nachos. Wo ist Nachos? Das kann nur Doritos sein. Das sind Nachos. Das sind Doritos. Burritos? Ja. Was ist das Burritos? Und hier noch. Ja, das machen wir eins nach dem anderen. Zuerst machen wir den sauber und dann gehen wir zu dem zweiten. Oh mein Gott. Wo ist der Müllsack? Kannst du mir den Müllsack kurz hochheben? Bitte. Ich mache ihn auf. Kannst du mir den Sack aufmachen, bitte? Kann jemand den Müllsack aufmachen? Müllsack aufmachen? Oh, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hab die Kreide gegessen. Das ist ja mal eins. Super. So, jetzt ist der Pate schon gekommen. Ich habe ihn als Hilfe natürlich sehr gerne dabei. Ich habe jetzt ein neues Putzmittel, das ist bei uns auch im Online-Shop zu bestellen. Seht ihr denn das auf dieser Gummidichtung? Das ist was Weißes, der kriege ich, die habe ich noch nie wegbekommen. Ja, ich nehme jetzt an, es ist entweder kalt, aber ich weiß nicht, vom Regen. Irgendwas ist auf dieser Gummidichtung. Ich zeige euch, wie einfach mit dieser Totalbrille geht. Das ist unglaublich. Also einfach drauf sprühen. So, das war's. Unglaublich. Und das riecht mega angenehm.
ich habe die hintere Sitze schon mal Staub gesaugt und jetzt kommen wir zu die, ja, wie soll ich sagen, meine Lieblingsaufgabe, und zwar die Sitze zu waschen. Schaut euch mal bitte an, was aus unserem Auto rausgekommen ist. Boah, das ist wirklich Erde. Naja, da gehen wir auch mit den Füßen drin. Das ist ja richtig schwarz. Ich schütte mal das aus und schau mal, was da drin bleibt. Das ist immer spannend. Boah. Naja, kein Wunder. Schau dir mal das an. Also die ganzen Essensreste mal inklusive. Das ganze Plastikzeug, was immer das Spielzeug. Eis, ist es Stiel? So? Ja. Yeah. Der Patrick ist so fleißig, der hilft so brav mit. Ist er ja. Und ich muss reingehen. Ich muss nämlich nach dem Essen schauen. Ich schau jetzt gleich, ob das Essen schon fertig ist. So, wir sind jetzt mit dem Auto putzen fertig, also innen drinnen. Jetzt sind wir in einer Waschstraße. Ich bin mit Patrick da. Hey, meine Lieben, zweiter Tag. Wir haben gestern nicht mehr den Dachbox raufgebracht, weil das war schon ziemlich spät. Müde waren wir auch natürlich. Hungrig sowieso. Ja. Immer hungrig. Auf jeden Fall hat der Papa noch das Auto in der Waschanlage. Ja, Straße heißt das nicht. Straße Selbstbedienung, ja. Genau. Und die Teppiche hat er gewaschen und die machen wir jetzt alle wieder rein. Das sind jetzt ziemlich trocken. Die Sitze werden jetzt wieder reingemacht von den Kindern. Genau. Und die Sitzbänke und die Sitze vorne sind auch sauber. Ich zeig die mal. Also wir haben letztes Mal, also gestern gewaschen. Könnt ihr noch erinnern, wie die Stühle ausgeschaut haben? Jetzt zeige ich euch, wie es heute aussieht. Da, 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 da. Unglaublich. Oder? Wirklich, alles wieder fresh. Und das ist Fahrerseite, faszinierend, oder? Und hinten, wo es eigentlich am meisten dreckig war, zeige ich euch auch, bei den Kindern, das war ja unglaublich viel Schmutz, also da war ja so ein riesengroßer Fleck, alles weg. Sehr gut. Und jetzt wieder Sitze rein, wir haben jetzt schon mal provisorisch reingelegt, die Teppiche werden jetzt wieder reingetan. Genau, die haben wir noch da, also die haben wir gestern über Nacht draußen trocken lassen. Bei den Temperaturen. Ja, das ist innerhalb von 10 Minuten trocken. Genau. Ja, jetzt machen wir noch den Rest und dann zeige ich euch die Organizer. Jetzt, hier diese Dinger habe ich jetzt mit dem Degreaser eingesprüht, weil die schon recht ja, so schmutzig waren und man kann das nicht so gut abmachen. Das sind so, gerade so in einem Sitz ist das so unvorteilhaft, solche, oder? So Ritzen. So Ritzen, so Löcher, so Auskerbungen. Das ist so sauber, da kann sogar mit Socken drin. Yeah. Das macht Spaß, wenn man einen sauberen. So, und jetzt kommen die Organizer dran. Ich habe den Kindern, das ist ein Zweier-Set, so Car-Seat-Organizer, Car-Auto-Seat-Organizer heißt das. Ups. Na, servus. Das sind übrigens von Amazon, die werde ich euch verlinken. Da habe ich gleich zwei Stück bestellt. Also nein, das ist ein Zweier-Set, Entschuldigung. Also kommen dann ans Auto, also an den Sitz. Und da bekommt die Luisa hier ihren, weil die Luisa sitzt hinter mir und die Lara sitzt hinten. Die bekommt den dann am anderen Sitz. Aber zuerst zeige ich euch mal den, muss man selber gucken, wie ich den befestige. Das hängt ich dann so drüber, oder? Ja. Man hat da so Klicksystem, ich weiß nicht, wie das heißt. Und das macht man auf und dann klickt man es da an. Dann kann man es auch einstellen, aber ist eigentlich eh schon super. Und dann hat man hier noch eins und das wird dann hier um den Sitz hier rangemacht. Und dann auf der anderen Seite. So. Dann haben wir die Flasche. Ist eigentlich schon super eingestellt eigentlich. Man kann es natürlich variabel noch ein bisschen für seine Bedürfnisse, falls man es benötigt, besser einstellen oder halt anders einstellen. Aber ist eigentlich jetzt so schon optimal. Ja. Man kann es dann so reindrücken, dass man da quasi da nichts hinten spürt, genau. Aber niemand sitzt da oben. Man sitzt echt da in der Fläche. Aber so, das ist schon mal getan.
So, und jetzt schauen wir mal, wie wir das befüllen. Hier kann man, das ist ein Platzhalter für ein iPad. Das heißt, man kann das iPad da reingeben und dann können die Kinder gucken. Und ich werde mal die Spielsachen aufmachen, die ich gekauft habe. Wie beim Action. Habt ihr im letzten Video gesehen. Mal gucken, wie es irgendwie schön ausschaut. Und irgendwie passt. So, dann haben wir hier die Stifte. Wow, die sehen schön bunt aus. Okay. Dafür haben wir ja dieses Schüttelpenal gekauft. Man könnte die Stifte aber auch so reinstecken. Ja, im Endeffekt auch. Aber ich glaube, es ist besser so, weil ja, andersrum, die würden rausnehmen, am Boden schmeißen. Oder runterfallen. Ja. Dann kann man das da reingeben. Oder ich mache das da so. Also das sind den schwarzen unten, unter dem Federpenal. Ja, da gibt es noch sowas für Flasche, wenn man hat. Vielleicht hier Flasche hat, oben sogar, oder? Hier hat man auch nochmal ein extra Fach. Kann man auch was reingeben. Wie könnte ich das? Na, das sieht man da nicht. Für Philipp habe ich hier auch ein paar Bücher mitgenommen. Das ist ein Puzzle. Süß, oder? Ja. Das mache ich da rein. Sind alle rausgefallen. Na super. Na gut, ich mache mal der Luisa hier das alles voll. Die Luisa hat sich ja auch noch Füllstifte mitgenommen, aber die lasse ich da drin, oder? Dabei, was das, ich hole die da raus. Machst du lieber da dazu rein, oder? Mhm. Welches hattest du, Luisa? Mit Einhorn oder mit... Ich habe mit Schmetterling gehabt. Okay, das mache ich dann auch gleich auf. Weil sonst haben wir den ganzen Müll da im Auto, wenn die Kinder das aufnehmen. Mhm. Stickeralbum. Das mache ich da rein, dann können die schön spielen. Luisa, welches Mädchen hattest du? Ich habe heute. Das soll ich das auch aufmachen. Nicht so, weil der zerbricht, Mama. Der ist ganz dünn. War das vorsichtig genug? Nein. So, mal gucken, wo der jetzt noch Platz hat. Ah, da unten, schau. Da gibt es ein Fach, wo der ganz perfekt Platz hat. Das ist ein Krokoplatz. Luisa hat ja auch das da. Ja, Gummibärchen. Sticker. Also das, wenn das nicht eine coole Sticker-Party wird im Auto, dann weiß ich auch nicht. Da würde ich am liebsten selber dabei sein. Wer ein Auto schläft, kriegt ein Picker ins Gesicht. Ich tue mal die Sachen, aber ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Aha. Ja, ist da, ich schmeiß dich dann eh weg. Okay. Wo kommt das? Das ist ein Spitzer, den teilen wir uns, weil. Weißt du, das ist ein Philipp? Uns allen. Für die Stifte. Hey. Der kommt dann da rein bei den Stiften. Okay? Er könnte aber die Lara. Hattest du auch ein Malbuch? Du hattest dieses Malbuch, gell? Das Bauernbuch. Ja. Hm, schön hast du ausgesucht. Ja, das mache ich dann bei den Sticker oder da rein? Ja, bei dem Sticker wäre besser, oder? Ja. Ja. Eigentlich ist es das iPad-Fach, aber das iPad-Fach haben wir, um das funktioniert. Hey. Sieht viel cool aus. Ja, klar. Das kommt dann nach hinten zu Lara. Das Lara-Sticker. Das mache ich noch bei der Landesfriede da rein. Aha. Wer ist da gekommen? Niemand, das Papier. Was? Sorry. Du musst dich schnappen. Lauf, Papa, lauf. Nein, bleib da. Nein. Ah. So, wir haben uns jetzt das so eingerichtet. Mit dem Spielzeug von der Luisa. Spielzeug und Mal. Buch, Malstifte, Filzstifte und Sticker zum Kleben. Da ist jetzt Philipps Fach, haben wir jetzt so beschlossen. Weil der Philipp hat jetzt keinen eigenen Organizer, der hat jetzt noch nicht so viel Zeug, braucht das jetzt auch nicht. Deswegen ist da sein Puzzle drin, dann seine magnetische Tafel und seine Bücher. Ich habe für den Philipp ja so, auch so Bücher mitgenommen, Formenbücher, Bauernhof und Tiere. Und Pepper Woods. Pepper Woods, genau. Und noch ein Pepper Woods Bilderwörterbuch, aber das ist ja eher was für die Luisa. Für Luisa und Philipp, sag ich mal. Genau. Ja. Oder Luisa? Das ja, kommt. Nicht, aber nicht für größere, das ist nur für kleine Babys. Das passt, schaut doch perfekt aus. Super. Oder? Das ist nur für kleine Babys. Also ich habe auch Lust zum Spielen jetzt, wenn das auch ja, die Luisa sagt, das war so eine tolle Idee. Ja. Und jetzt haben wir noch die restlichen Sachen. Diese, die kommen für die bei der Lara rein. Okay. Gehen wir nach hinten. Okay. So, fertig. Bei der Lara ist ein bisschen noch was frei. Die
kann sich da noch Kuscheltiere und die iPad oder sowas rein. Oder ein Getränk oder irgendwas, ne? Auf jeden Fall. So, meine Lieben, fertig ist das Auto. So mit, also fast. Die Dachbox fehlt noch, aber das machen wir dann erst später. Also wenn wir packen. Genau, also. Jetzt hat es keinen Sinn, wenn wir jetzt noch irgendwo einkaufen fahren, dass die Dachbox da oben leer mitflattert. Genau, also der verbraucht das Auto mehr Sprit. Genau. Und das war's mit dem Video. Ich glaube, das ist eh schon riesen lang und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und es hat inspiriert, auch euer Auto jetzt auf Vordermann zu bringen. Genau. Im besten Fall schaut es nicht so aus wie unseres, aber ja, wir haben halt viele Kinder. Naja, die Leute, die große Familie haben, so viele Kinder, wissen, wovon wir reden. Ja. Also, das ist ja normal. Na gut, meine Lieben, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!